Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Eine Coin fehlt uns noch, also Endspot sozusagen, ne? Ja, Fabi ist wie immer am Steuer und spielt. Und ich bin einfach nur neben dran und mach Scheiße. Und du ab und zu unnötige Kommentare von mir geben. Wie immer. Also, mit diesem Let's Play hier. Genau. Und irgendwo ist noch eine Zone. Ich weiß jetzt nicht, wie gilt zu finden. Wo. Warte mal, die Zone habe ich doch schon. Das ist auch so ein einzelnes Extra-Level. Genau, das ist auch so ein einzelnes Extra-Level, aber das will ich ja nicht. Okay, ich habe nach dem letzten Dings vergessen zu speichern, deswegen hier nochmal ganz kurz. Was doch, du hattest doch zweimal gespeichert gehabt. Warte mal, hatte ich? Hattest du. Ich hab dich dazu genötigt, es zu speichern. Immer alles speicherst, dann du hast. Hatte ich. Du selbst gerade, ne? Okay, also damit ist es auf jeden Fall zerstört. Doch, vielleicht der vorletzte. Ich sagte, damit ist das auf jeden Fall zerstört, weil ich der Meinung bin, dass es damit auf jeden Fall zerstört ist. Nicht, weil ich... Du selbst gerade wieder. Ja, jetzt save ich ja auch mit dem Ziel zu saven. RIP, letzter Part, ne? Ach Quatsch, das ist der Boss vom letzten Mal. Das passt. Autsch. Brudi, geht down. So. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Genau, toll. Eben, eine fehlt uns noch. Ja, ist gut jetzt. Komm mal runter. Safe. Problem ist, da drüben war ich. Da war ich. Da war ich. Da war ich. Und da unten ist ja sowieso nichts. Hä? Ah, ich bin schon wieder aus Versehen ins Schloss gewandert. Wo ich mir im Endeffekt nichts Sinnvolles angucken kann. Das Problem ist, ich finde einfach nicht die letzte Welt. Da drüben war ich. Eben da war ich auch. Das ist ja auch keine eigene Welt. Das ist die Microzone. Mal, hä, das sieht voll so aus, als könnte man da zum Mond. Kann man aber nicht. Das ist eben die Kürbis-Dingens-Gruselzone. Das ist die Mario-Zone. Das ist die krasse Schildkrötenzone. Ich weiß nicht, das da ist halt auch so ein... Ja, Taufen, wo man nichts machen... Okay, kann man doch. Interessant, aber... Also jetzt habe ich ein Item... Aber ihr seht ja, ich mache hier quasi den Rundweg, aber... Safe. Aber mir fehlt irgendwie die Location von dem... Von der letzten Welt. Google doch mal, junger Mann, damit du auch mal zu was Nutze bist. Genau. Wo in Super Mario Land 2 die einzelnen Dinger liegen, die einzelnen Welten liegen. Das ist eine gute Frage. Weil ich weiß es einfach nicht. Das ist ein Problem. Wegen
man kann diese Welt auf zwei Art machen. Ich habe sie schon mal gemacht im Wassermodus quasi und jetzt mache ich sie im Luftmodus. Genau. Aber das Ding ist, das ist halt trotzdem nur ein einzelnes Ding. Und ich sehe ja auch nicht noch eins irgendwie. Das ist eben die Mega-Schildkrötenwelt. Die Turtle Zone. Die ist ja auch super nice und so. Und hat auch bestimmt voll viele Fette und Vitamine und so. Das ist das Schloss, zu dem ich gerade schon wieder hinlaufe, zu dem ich gar nicht hin will, aber man kann es einfach nicht abbrechen. Genau, das da drüben ist die Tree Zone. Die ist ja auch gelöst. Oder die ist doch gelöst. Ja, die ist gelöst. 1. Zwei. Drei. Vier. Genau, die habe ich auch besiegt. Also. Fünf. Ja, und die Turtle Zone habe ich auch gemacht. Warte mal, warum mache ich dieses Level hier gerade? Also das ist, weil ich mal wieder so blöd war. Hast du denn zweimal gemacht? Ja, schon zweimal. Dauert es lang? Dreimal, aber nein. Man geht hier halt einfach irgendwie durch und drückt die ganze Zeit die Springtaste. Ganz wichtig, immer die Okay, jetzt dauert es länger. Natürlich, weil. Ah, ja. Ja. Und. Nächste Blase, super. Da darf man nicht. Oh, die Blase. Warte mal, die Blase hält was aus. Krass. Okay. Ah. Warte mal, hier sind Wolken angeordnet wie ein Pfeil. Was? Ach so, frei nach dem Motto: hier solltest du nach oben. Aber ich weiß nicht. Was ich eben nicht sehe, ist eine sechste Möglichkeit, einen Coin zu kriegen. Aber wir brauchen ja 6 Coins, um eben in diese Stadt reinzukommen. In die Castle. Ich könnte mir noch. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas hinter dieser Wolke vermuten soll, aber. Oder hier, weißt du, dieses Pilzding, aber dahinter in dieses Pilzding kann ich ja auch nicht rein. Also das hatten wir links. Also es gibt das Hippo-Level, das ist der das Nilpferd. Dann gibt es die Space Zone, das ist mit dem Stern. Okay, Space Zone habe ich noch nicht gefunden. Dann das Mario Zone, dann die Baum Zone, dann Pumpkin, Turtle. Also eigentlich fehlt dir nur noch das Schloss Mario ganz am Schluss und jetzt eben diese Space Zone. Das ist das mit dem, Die müsste ja eigentlich da oben sein. Miss Bubi. Das Ding du musst irgendwie so den Punkt da hinten, glaube ich, hin. Also. Frage ich, wie kommst du hin? Genau. Probier da mal irgendwie hinzukommen. Ach.
Nein, komm. Diese Space Zone ist für mich nicht erreichbar. Also, das steht die Space Zone ist nicht direkt erreichbar. Erst muss das Hippo-Level absolviert werden, bevor man diese Zone betreten kann. Sie besteht lediglich aus zwei zusätzlichen Leveln, eines Bonus-Levels findet im Weltraum statt. Also musst du erst das Hippo-Level machen. Wird gemacht. Also muss ich es gemacht haben oder muss ich das machen, um da hinzukommen? Du musst gemacht haben, damit du da das freigeschaltet wird. Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal. Vielleicht muss ich auch den oberen Ausgang erwischen, aber den habe ich noch nie erwischt. Ja, ich glaube, du musst nur selbst erwischen. Ihr Wichser, wenn ihr das gemacht habt. Ich hasse euch. Aber dafür besteht die, kleiner Spoiler, die letzte Welt nur noch aus 3 Leveln. Super. Aber. Erstens, was bringen diese Ems? Und zweitens. So, jetzt habe ich auch noch den zweiten Ausgang mal erreicht. Da sind wir jetzt alle mal gespannt. Nehmt ihr mir das jetzt mein... Sie nehmen mir meine Blume weg. Als ob. Siehst du, da ist so jetzt das tolle Level hier. Speichern. Sie haben mir meine Feuerblume weggenommen. Das sind quasi mehr oder weniger die finalen Level. Die haben eine sehr interessante Sprungphysik. Abgesehen zum Schloss, was noch zum Schluss kommt. Klar. Und ich dachte, das Schloss wäre erst noch so vor Ding und dann kommt man in die zweite Welt. Das wär's, wenn es ja auch noch Welten gäbe. Ach, das sind Spikes, in die ich da gerade die ganze Zeit reinlaufe. Na, dann ist ja gut. Oh Gott. Diese Steuerung ist so. Also ich meine, die Idee ist lustig, klar, aber die Umsetzung ist, naja. Sie kämpft mit den Tücken. Eine simpel irgendwie runtergedrehten Schwerkraft. Aha, es ist keine so, die da... Also ich sag mal, die Sprungphysik ist nicht... Ist nicht Super Mario Odyssey, sag ich mal, ja? Ich sag's einfach so. Okay, man sollte eventuell auch keinen Super Mario Odyssey erwarten, aber... Ich kann erwarten, was ich will. So. Ihr habt euch Folgendes über mich. Ich erwarte, was ich will. So, und schon bin ich ein Space Hero, der allen auf die Birne gibt, die auf die Birne wollen und auch denen, die nicht auf die Birne wollen. Die Frage ist ja nur, was haben die Birnen damit zu tun? Es ist schon spät. Ich darf mir solche Fragen stellen. Verdammt, das war dumm. Pfroing. Sind diese Schweine eigentlich... Ja, diese Schweine sind gefährlich. Super. Diese zwei Space Level. Also diese Kanonenkugeln von den Schweinen sind nicht gefährlich, interessanterweise. Sondern tatsächlich nur die Schweine selbst. Und ich denke mir so, wer hat sich das ausgedacht? Dieses Spiel, ich meine,
Das ist ein Spiel, in dem ist eine Kanonenkugel kein Problem. Da haben sie sich so gedacht, das überlegt man logischerweise. Aber sowas krasses wie ein Schwein. Nee. Ich meine, wäre ja auch irre, ein Schwein zu überleben. Sowas krasses. Es wäre absolut seltsam, wenn man Schweine überleben würde. Wo die doch als eindeutige Herrscherrasse auf unserem Planeten angesehen wird. Aber es sind Space-Schweine vielleicht. Vielleicht ist es ja bei denen so. Aber mit den Schweinen auf der Erde ist es ja genauso. Das ist ja fürchterlich. Aber hier sind jetzt wenigstens die Schweine wieder rosa. Das ist gut. Oder sagen wir, die Schweine sind in einer Farbe, die rosa sein könnte, wenn das Ganze farbig wäre. Interessante These. So. Ich werde dich besiegen, Schwein. Du Schweinebacke. Lass mich in Ruhe. Das Space Level ist nicht so schwer. Aber es ist halt krass, wenn man in einem Jump and Run plötzlich auf eine komplett neue Sprungphysik umsteigen soll. Gerade in einem Jump and Run, in dem die Sprungphysik sowieso nicht so richtig eindeutig ist. Meinetwegen, da mache ich das halt. Ah, dann will ich dafür einen Snickers. So. Oh, diese Sprungphysik ist echt irgendwie. Naja, grausam ist übertrieben. Obwohl, eigentlich ist grausam voll okay, als bezeichnen wir ja doch. Obwohl, nein, Mitleid ist wichtig. Nein, Mitleid ist unwichtig. Ach, Mitleid ist so semi-wichtig. Ihr wisst schon, was ich meine. Nein, wisst ihr nicht. Okay. Keiner weiß, was du meinst. Keiner versteht mich. Hegel soll auf dem Sterbebett geklagt haben, sein Werk hätte nur ein Mensch verstanden und der nicht richtig. Also die Kanonenkugeln sind doch gefährlich. Aber man kann sich gegen sie schützen, indem man auf sie drauf springt. Haben die zu viele Clash of Clans Trailer geguckt? Haben die sich gedacht, wie kann man sich gegen eine Kanonenkugel schützen? Man macht es einfach wie dieser eine beschissene Barbar und springt auf sie drauf. Was für eine grandiose Idee. So. Space Level 2. So. Noch einen Safe legen und los geht's. Ach nee, es ist so ein stressiges Level. Tun die weh? Ja, die tun weh. Okay, dann wäre das schon mal geklärt. Also du sagst, dein Leben ist still alive, du musst nicht immer resetten. Mach ich aber. Mein Leben ist überhalten, ist klug. Ja. Das mache ich vor allem deshalb, weil ich es kann. Warum haben die mir keinen Jetpack mitgegeben? Ich will aber ein. Sie haben mir einen Jetpack. Sie haben mir einen Jetpack.
Okay, sie haben mir ein Jetpack mitgegeben. Und ich finde das einfach schon so früh heraus. Auch dieses Jetpack hat wieder eine sehr, sehr vorsichtig ausgedrückte, interessante Steuerung. Und sowieso die Taste Y damit zu belegen. Mit der Y springt man doch nicht. Kennen Sie ein Spiel, in dem man mit Y springt? Sicher nicht. Ist es wichtig? Sicher nicht. Darf ich mich darüber beschweren, wie ich will? Sicher. Du musst die Prozesskosten. Oh, leck mich doch. Dass die das Spiel nicht so ein bisschen flotter gemacht hatten. Haben. So, Ladezeiten sind ja schön gut, aber. Nee. Die haben irgendwie bei dieser Emulation die Ladezeiten mit eingebaut. Obwohl die Ladezeiten mit der heutigen Hardware einfach inexistent sein müssten. Ja, warte, die haben Schönheitsladepausen mit reingebaut. Na gut, die haben sich so, wahrscheinlich so gedacht, Quellcode ist übersetzt. Oh, da ist eine Ladezeit mit drin, egal. Die machen hier nur einen Emulator. Das bringt auch mehr Spielgefühl. Ich hab Hunger. So. Oh nein, am Ende dieses Levels kommt ein Boss. Das muss so sein. Ja, ich bin größer. Oh nein, ich bin kleiner. Okay. Oh, ich bin tot. Gut, dass ich genau da gesaved habe. Und so, dass ich jetzt doch nicht mehr tot bin. Uff. Nein. Schade. Den ist nicht aufgefallen, dass. Warte mal. Dieses Level hat eine Begrenzung auf 600 Sekunden. Wie lange geht das noch? Dieses Level ist scheiße. Ist ja auch mehr oder weniger eins der letzten Level. Ja, darum geht's nicht. Dieses Level ist einfach aus anderen Gründen scheiße. Die kommen mir bestimmt noch in den Sinn, diese anderen Gründe. Kann ich damit irgendwas gegen die Sterne ausrichten? Nein. Warum sollte ich auch was gegen die Sterne ausrichten können? Warum geben sie mir eine Feuerblume in dem Spiel, in dem Level, in dem die einzigen Gegner nicht mit Feuerblumen besiegbar sind? Ich werde dieses Level auf keinen Fall nochmal von vorne starten. Weil dieses Level ist sehr anstrengend. Okay. Legt's mich doch am Arsch. Für wen haltet ihr mich? Ich bin doch auch nur eine arme Sau. Hashtag auch nur eine arme Sau.
ja nicht ernsthaft ein Fragezeichen. Block ohne Item hingebaut. Diese absolut krasse Mischung aus Stress, Einsamkeit, mangelnder Liebe. Noch eine ganze Menge Sachen mehr. Zum Beispiel Einsamkeit und mangelnder Liebe. Halte ich nicht mehr aus. Problematisch ist hierbei vor allem die Tatsache, dass Doppelpunkt, Komma, nee, nicht Komma. Lasst es mit dem Komma weg. Interessiert euch überhaupt die Satzzeichengebung von meinen Tiraden? Ich glaube auch genauso wenig wie mich. Okay. Wir können uns auch über Film und Fernsehen unter... Okay. Man merkt, es ist spät. Kennt ihr diese Leute, die dass es spät ist, als Entschuldigung für sämtliche Fehler in ihrem ganzen Leben nehmen? Genauso einer bin ich. Und ich soll euch was sagen, es ist super. Warum bist du so scheiße? Es ist spät. Das Lustige ist, die meisten Leute glauben euch das auch noch dann. So, dass du nur deshalb scheiße bist. So nach dem Motto, oh, du bist scheiße, deshalb bist du scheiße. Okay, dann habe ich natürlich vollstes Verständnis dafür. Und David, könntest du bitte kurz die linke Maustaste? Nein. Was? Ich wollte dich bitten, dass du etwas sehr Wichtiges für mich tust. Und du hast es nicht getan. Du hast nicht gesagt, was es tun soll. Sicher habe ich. Ich nehme was eine linke Maus und dann aufgehört. Ja, du solltest die linke Maustaste drücken. Dann sag doch was. Drückst du bitte die linke Maustaste. Wann, jetzt? Ja. Danke. Okay, au. Das war nicht der Stern. Ich bin tot. Ey, dieses Level ist echt knackig. Also was heißt knackig? Es ist kacke. Kein Fan. Dieses Level ist echt beschissen. Weil sie haben auf die blöde Steuerung jetzt auch noch so sehr viele, sehr schwer auszuweichende Sterne gemacht. Und das tut einfach einem in der Seele dann weh und dann stirbt man da halt. Lasst mich. Lauern Zucker und eure Servietten. Was wollt ihr schon tun? Bimmel. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt, dass ich dich zum Bimmeln bringe, aber... Safe Game. So. Einfach mal in der Hoffnung, dass das irgendwie was wird. Loaden. Reloaded. David, linke Maustaste. Aha, da habe ich also schon verkackt. In meinem Safe und kann ich da irgendwas ausrichten noch? Oh mein Gott, da kommt noch ein Pilz. Jetzt oh mein helfen. Gott. Oh mein Gott, Leute. Das ist jetzt gerade... Oh mein Gott. It's so emotional. Safe. Dass ich davon gerade 3 Saves angelegt habe. Den Boss mache ich jetzt wahrscheinlich first try. Weil mit Bossen hatte ich noch... Der war gut. Ich bin tot. Ey, du Mistkerl. Der Boss ist ein Mistkerl. Das Ding ist, oh nein, diese armen Leute, die, um den Boss machen zu können, das ganze Level ohne Fail hinlegen müssen. Die armen Leute, die damals auf dem Game Boy gespielt haben. Ja, sag ich doch.
Hä, wie ist dieser Boss zu besiegen? Das ist nicht möglich. Also klar kann ich seinen Attacken ausweichen und so. Die bei den anderen konnte ich ja irgendwie immer draufspringen oder irgend so eine blöde... aber... Hä? Guck mal im Internet, wie man den besiegt. Das geht nicht. Das bekommst du schon raus. David, sehr zuversichtlich. Soll ich dir das verraten, David? Kriege ich nicht. Ich meine, guckt ihr mich doch mal... Oh. So geht's. Ey, diese Dinger sind jetzt aber zielsuchend tatsächlich. Das ist nervig. Oder? Ich muss mich von vornherein hier aufhalten. Damit ich ihn dann da überraschen kann, wo es weh tut. Oh. Oder auch gar nicht überraschen. Okay. Dem seine Kombos sind echt mies. Krasser Boss. Kompliment. Keller Nintendo Let's Player. Programmierer. Oh, das nervt. Weil guckt euch mal an, wie viel vom Bildschirm einfach Schadensbereich ist. Und das Problem ist, das ist halt auch noch zielsuchend. Alter, man sollte auch. Ja, das ist halt meine Wurst, was ein bisschen dran knacken muss. Wenn ich nicht einfach Monster Hunter spielen, da habe ich Würste, wo ich auch dran knacken muss. Aber da sterbe ich nicht so schnell. Und ja, Leute, der Part geht hier, das lässt ja ein bisschen länger, aber so ist es halt. Ja, aber das ist doch doof. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Mistkerl ausweichen soll. Weil das geht nicht. Das kann ich komplett vergessen. Wenn ich nach unten gehe, dann erwischt mich das Ding. Und wenn ich nach oben gehe, dann erwischt es mich auch. Egal was ich tue, das Ding erwischt mich. Mich juckt es an der Nase. Diesem Ding bin ich noch nie ausgewichen. Kein einziges Mal. Ich bin verzweifelt. Ist Haus nach der Lösung. Hashtag Verzweiflung am Start. Das Ding ist, inzwischen überlebe ich ja nicht mal mehr, bis der anfängt zu wandern. Das jetzt bitte noch richtig heftig, ne? Warum? Weil im Tenno ganz nur 4 Parts gebraucht hat, um so weit zu kommen, wie du jetzt bist. Und danach 3 Parte. Er hat 3 Parte gebraucht für die Endlevel im Schloss. Wenn ich meine normale Sprungsteuerung zurückkriege, dann bin ich glücklich. Mehr sage ich dazu nicht. Aha. So kann man dem Ding ausweichen. OMG. Ja, okay. Load Game. So, da muss man dann zurücklaufen, wenn man... Du musst auf ihn draufspringen. Ausweichen, wenn er unten ist, auf ihn draufspringen. Ich weiß schon. Was ist das jetzt herausgefunden? Ja, das war ein harter Leidensweg für mich, das herauszufinden. Genau so funktioniert's. Hä? Wie hat der mir jetzt... Warte mal, hä? Also, den Anfang kriege ich hin. Ich muss einfach hinlaufen und immer wenn diese komische Kugel einen erwischt, dann muss man zurück, gerade am Weglaufen sein. Dann erwischt die einen nicht. Aber wie man jetzt da weitermachen sollte, das wird ein Boss, der muss ich sehr viel auswendig lernen vom Moveset. Weil ich habe keine Ahnung, was der da tut. Oh Mann,
muss ich früher hochsteigen. Hä, aber das geht nicht. Ich kann nicht früher hochsteigen. Weil ich muss erst im zweiten... Ich muss quasi dem zweiten Ding ausweichen. Und dann muss ich sofort hoch. Aha. Weil ich dann... Ah, jetzt macht er das auch noch anders. Super. Der hat zufälliges... Eine zufällige... Hä? Was hat denn der denn da gerade eben gemacht? Der Boss ist sehr seltsam. Ist das sein fertiges Moveset? Habe ich jetzt alles gesehen, oder? Was zur Hölle tust du? Zack. Ja, guck's dir an. Wenn man ihn erwischt hat, dann macht er das. Und das ist unangenehm. Mehr möchte ich zu dem Thema nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich dem ausweichen kann. Du erwischt mich nicht, du erwischt mich nicht. Ja. Ich erwisch dich nicht, ich erwisch dich nicht. Was? Kannst du mal damit aufhören? Ich habe keine Ahnung, wie ich auf diese Attacke reagieren soll. Sorry, Bro. Tenno ist einfach nur so draufgesprungen, hatte den Boss in 2 Minuten. Ja, aber... How to do this guy, ne? Hat in dem Moment, wo er rüber schwebt, musst du und unten ist, musst du auf ihn draufspringen. Zum Beispiel jetzt, genau. Das Ganze musst du noch einmal machen, dann ist er down. Ja. Die Frage ist jetzt, wer von uns geht zuerst down? Er oder ich? Ich denke, das war jetzt keine Überraschung, aber... Die Dinger, die sind ja mal komplett ineffektiv. Solange ich am Boden bin, machen die mir gar nichts. Wir zielen quasi darauf ab, dass ich nach oben will. Das ist ja doof, weil die sind relativ effektiv dann. Okay. Was bei dem Boss gilt, Bodennähe bewahren und im richtigen Moment aufsteigen. Was problematisch ist. Sehr. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Ist das Bowser Jr.? Ja, das ist Bowser Jr., oder? Nee, das ist irgendein Weltraumwesen, glaube ich. Sieht sehr nach Bowser Jr. aus. Findest du? Ja, guck dir den doch mal an. Das ist ein Ex-Mensch. Das ist ein... So, Zwippenmaß. Nee. Dieser Boss ist nicht einfach. Nicht umsonst geben sie einem für den 400 Sekunden Zeit einen Spaß. Gut. Wir müssen nur noch zweimal auf seinen Kopf hauen, dann ist der Pimmel weg. David, das ist keine Pimmelamputation. Sondern wir versuchen ja einen Boss zu besiegen. Ja, egal. Ja, und jetzt. Boom, genau. Das machst du noch einmal. Ohne jetzt dran zu sterben. Hättest du früher sagen müssen, dass ich dabei nicht sterben soll. Aber du näherst es. Du näherst es. Step by step. Ich hoffe, du hast es oft das gesichert, ne? Nicht, dass du dann verschiedene Stand das überspeicherst. Ich speichere immer zweimal. Trotzdem, was ist der Freude voll mit jeder? Nein, das macht ja nichts. Es funktioniert, das ist ja ganz gut und das ist die Hauptsache. Ist ja knapp, Digga. Ich hab nicht getroffen. Also, die letzte Welt, ich glaube, da wirst du nochmal ganz schön was... Nein, weil ich... Das Problem ist, hier habe ich eine viel zu langsame Sprungphysik. Wenn ich in dem Kampf die normale Sprungphysik hatte und hätte einen Jetpack, das quasi auf der Norm... bei der Erdanziehungskraft ist, ja? Wenn ich das hätte, dann würde ich den Kampf ohne Probleme gewinnen. Hätte, Fahrradkette. Ja.
Castles waren noch nie so schwer. Was tut er? Er geht jetzt schon und ich konnte ihm da ausweichen. Und was tut er jetzt? Oh mein Gott, ich habe ein Leben verloren und es hat nichts gebracht. Wow, komm jetzt. Aggressiv, expansiv. Warte mal, das hat funktioniert. Wow, ich bin gestorben. So, weg. Es kommt jetzt und direkt Leben weg. Super. Was wichtig ist, ist, man darf erst nach diesem Dingensis aufsteigen. Und in dem Moment, in dem er kommt, muss man schon nach unten fallen. Und das ist problematisch. Genau, die ersten zwei Male sind jetzt zuverlässig geskriptet. Dann ist das Ganze irgendwie halbwegs zufallsbasiert. Und dann habe ich Probleme. Und außerdem kommt dann immer der David und sagt mir, Pampendo hat es besser gemacht. Also erstens, hat Pampendo das zu einer ganz anderen Uhrzeit gemacht? Und zweitens, ist der... Mikrofon, ja. Und zweitens ist er eher halt Nintendo-Fuzzi. Und ich bin... Das war, wie er es damals gemacht hat, war da noch nicht so krass. Ja, offensichtlich ja schon. Auf jeden Fall hat er mehr Nintendo-Spiele gespielt als ich. Weil ich spiele nämlich nur Nintendo-Spiele, wenn ich bei ihm bin. Und dann, das bedeutet, ich spiele nicht so viele Nintendo-Spiele. Kann man das so sagen, ja? Ey, diese Sprungphysik nervt. Irgendjemand muss ihm das sagen. Oh. Soll ich mal probieren? Ja, mach mal. Ich hab da wieder hier einen Trainer rein. Der Wort auch sonst. So, Mädels, jetzt bin ich dran. Einfach den Speicherstand einzuladen. Ich bekomme es hin. So. Mal schauen, ob ich es besser hinbekomme. Wie, wo, was funktioniert. Ach du heilige Bumskanone. Okay. Moment, da muss ich mich schon dran gewöhnen. Das ist kompliziert. Ich glaube, du darfst hier gleich gerne wieder ran. Aber jetzt will ich es einmal hier probieren. Du darfst nicht in der Luft sein, wenn dieses Ding kommt, dann macht es keinen Schaden. Okay, nee. I'm out. Ich will nur sagen, ich habe die letzten 2 Monate kein einziges Mal ein Nintendo-Spiel angefasst. Aber du hast jetzt mal Übung in diesem Game. Nein, diese Sprungphysik gibt's erst seit 2 Leveln. 2 Level sind zu wenig, um eine neue Sprungphysik zu lernen. Das eine habe ich ja auch nur durch Zufall hingekriegt. Und jetzt einfach nochmal dasselbe nochmal machen. Jetzt bist du groß, jetzt ist alles super. Ja. Jetzt bist du klein, aber einfach noch einmal. Der kommt zu schnell. Der kommt. Das Problem ist, der kommt in den Phasen danach, kommt er dann viel schneller. Der kommt dann zu schnell, als dass der Trick funktionieren würde, mit dem ich ihn hier mache. Ja, guck, ich warte einfach, bis ich das zweite Mal hab. Dann steige ich hier auf und dann bin ich hier am Fallen, theoretisch. Weil der kommt dann zu schnell. Ah, verdammt. Es ist so ein Ratespielchen.
Oder ich probiere es einfach mal mit in der Luft bleiben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Du musst halt auf die Sterne, auf die Monde aufpassen. Ja, ja. Ich meine, auf der Höhe bleiben. Dann kann ich den Ding auch... Dann kümmert mich das Ding noch nicht, aber ich bin ein bisschen schneller. Aber nicht schnell genug. Okay, läuft. Super. Ey, wieso? Macht... Ja, doch, ich glaube, aber das funktioniert besser. Also, ich meine, ja, das Ergebnis ist erstmal schlechter, aber das meine ich nicht. Ja. Doch, ich glaube, das ist besser. Das ist nur sehr gewöhnungsbedürftig. Komm on, ein Hit, das hast du. Nö, aber das ist nicht der Punkt. So, ich muss immer Fläche auf ihn zumachen. Weil ich kann mir nur einen Hit, nur der... So, und... Are you serious? Das habe ich aber nicht so gesteuert. Das zu meiner Verteidigung. Ich bin nicht wie ein Irrer auf den Zug gesprungen. Wer sonst? Der heutige Geist? Ja. Ich bin davon überzeugt, dass sich der Heilige Geist einfach gegen mich verschworen hat. Und das. Ich bin ein Assi-YouTuber. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist sich gegen mich schwört. Hallo. Ja, was kann ich denn machen, wenn der Heilige Geist... Ja, komm, konzentrier dich doch und mach mich doch einmal kalt, dann hast du das Level. Dann hast du schnell hoch. Ja. Noch eine Millisekunde schneller, dann hättest du auf ihn drauf hauen können wie Schokolade. Schokolade. Er will mich mit Schokolade motivieren. Es gibt Kuchen. Wo, ne. Oh mein, richtig gemein, aber... Nein, ich doch nicht. Jetzt geht er. Gut, einmal noch. Ja, das Problem ist, das letzte Mal funktioniert nicht. Ich hab schon im Urin direkt quasi... Direkt nach dem Hoch, ist jetzt hoch. Alter! Die Explosion war halt ganz kleines Stück zu früh da, also... Aber du, erst ist schon mal die Sandnaden ziehen, das ist gut. Das ist jetzt. Ich spüre jetzt mal deine Aura. Deine Aura. Deine Aura. Meine Aura. Der Schweiß eines Jugendlichen. Oh, diese Aura, ne? Ah, die Aura war falsch. Meine Aura sagt, jetzt schaffst du es. Meine sagt, nee. Außerdem sagt meine Aura Pfloing. So. Mal gucken sich das mal an. Ja, das ist nicht getroffen, das ist doch klar. Aber jetzt. Ja, klar. Das lässt auch wieder nicht. Genau, das ist der Fall. Aber. Ja, das ist das Problem. Wenn ich ihn hitten will, dann ist die Wahrscheinlichkeit unfassbar groß, dass er mich auch erwischt. Deswegen darf er mich beim ersten Mal nicht erwischen, dann kann ich die anderen beiden Male einstecken. Gut. Sobald das Ding weg ist, direkt hoch und drauf. Ja, wunderbar. Wunderbar. Stopp, jetzt hier erstmal directly safen. Irgendwie, irgendwo. So, und damit haben wir die 6. Münze. Und verpissen uns jetzt in die Castle. Genau, damit öffnet sich die Tour zu Castle. Wir haben alle 6 Münzen, wir haben sogar Motive, wenn du die erstmal anschaust.
Es sind hässliche Motive, aber es sind Motive. Hier schauen wir uns die nochmal an. Und du willst wirklich sagen, dass sie hässlich sind, diese Motive? Also sag bitte. Ja, dann wäre es mir. Ja, okay, das ist zum Teil. So, und da ist jetzt der Weg in die Castle, der uns öffnet. Und da werden wir im nächsten Part hingehen. Vielleicht auch so der letzte, aber vielleicht auch nicht, weil Castle kann kompliziert werden. Also vielleicht kann es sein, dass es doch noch 3-4 Parte dauert. Also werden wir wohl doch nicht so schnell los in dieses Let's Play. Ja, gut. Das war's aber mit dem Part. Liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.